Ich bin Lamin, ich bin 21 Jahre alt und tanze jetzt seit circa 5 bis 6 Jahren. Ja, ich bin Domin, bin auch 21 Jahre alt wie Lamin hier und ich tanze ja auch seit 5 Jahren ungefähr. Ich habe angefangen zu tanzen, das war in meinem Zimmer und da habe ich einfach mir immer Videos angeguckt und da habe ich probiert, irgendwas, was mir in den Videos gefallen hat, habe ich einfach probiert nachzumachen. Und angefangen habe ich wegen dem Film Street Style, so wie, glaube ich, jeder in meiner Generation, also beziehungsweise fast jeder. Jeder in meiner Generation hat fast mit diesem Film angefangen, weil der Film einfach Kult war. Ja, ich habe damals angefangen durch die Videos von meinen Eltern. Damals, wir haben uns immer vietnamesische Videos angeguckt mit Sängern und die haben jeweils immer gesungen und mir hat das immer sehr gefallen, deswegen habe ich auch immer sehr gerne mitgesungen. Und dann hat meine Mutter das immer geärgert, dass ich selber nicht mittanzen konnte und dann habe ich das immer mitprobiert und gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht. Und ja, später bin ich dann durch Videos im Internet dann ja zu Hip-Hop gekommen und es hat mich halt sehr interessiert und deswegen bin ich heute da drin. Mein Tanzstil ist Hip-Hop mit so ein bisschen, ich habe angefangen mit Crump und deswegen ist bei mir so eine Crump-Philosophie im Hip-Hop, aber hauptsächlich tanze ich Hip-Hop. Ja, ich tanze eigentlich auch Hip-Hop als sozusagen Haupthintergrund, jedoch lässt man sich ja als Tänzer relativ gut von anderen Einflüssen leiten und habe deswegen auch halt andere Einflüsse von Popping, wie auch von der asiatischen Kultur, wie zum Beispiel vom Monkey Kung Fu. Also mich am meisten unterscheidet mich von anderen auf jeden Fall diese Haarpracht hier oben. Die macht mich einfach anders. Es gibt nicht viele, die solche Haare haben. Aber jetzt im Tanzen besonders unterscheidet mich, dass ich habe mir über die Zeit ein ziemliches gutes Gehör angeeignet und damit höre ich auch ziemliche Kleinigkeiten in jeder Art von Musik und die probiere ich immer jedem zu zeigen und dass sie ich will einfach das, was ich höre, will soll jeder hören und das probiere ich auch beim Tanzen zu machen und auch egal wann. Außerdem habe ich mir irgendwann mal angeeignet, beim Tanzen nicht die Musik den anderen Leuten zeigen, wie die Musik ist, sondern sie sollen in mir, so wie ich mich bewege, sollen sie die Musik sehen. Das heißt, ich bin die Musik, egal wie ich mich bewege, egal was ich mache. Die Leute sollen in mir sehen, dass das die Musik ist. Ja, ich denke, was mich besonders macht in meinem Tanzstil, ist nicht nur zum einen die Interpretation, wie ich die Musik auf meine besondere und eigene Weise ja, darstelle und auch neben den Strukturen, die ich bei meinem Tanzen benutze, ja, ist vor allen Dingen, was mich sehr stark auszeichnet, die positive Ausstrahlung, die ich, denke ich, auf andere Leute ausübe, sodass ich versuche, die Leute wirklich mitzureißen durch positiven Vibe, durch Lächeln und ja, mitziehen. Ne? Ich habe seit kurzem das Ziel, ich will in Berlin eine Schule aufmachen, eine anerkannte staatliche Schule, keine Tanzschule, sondern eine Schule, wo man Abitur machen kann, wo man aber in seinen Kursen, die man belegt, neben Mathe, Englisch und Deutsch, Hip-Hop, Modern, Popping oder alles Mögliche belegen kann, wo man auch wirklich sagt, okay, ey, der Staat muss am Ende dieser 3 Jahre Abitur eine Prüfung ablegen, wo du praktisch und theoretisch geprüft wirst in diesem ganzen Hip-Hop-Zeug. Und das habe ich seit ungefähr einem halben Jahr als Ziel gesetzt, was ich wirklich erreichen will. Weil es gibt Tanzschulen und es gibt staatliche Schulen. Aber es gibt keine staatliche Schule, wo du dein Abitur und eine Tanzausbildung machen kannst. Und das will ich erreichen. Ja, mein Ziel ist natürlich, wie auch Lamin schon gesagt hatte, für Allgemeintänzer halt neben Erfolg natürlich, dass ich besonders mich für Leute einsetzen möchte, die wie ich aus einem ja, eher
strengen Hintergrund kommen, wo Bildung eher ein wichtiger Aspekt ist im Leben und eher Tanzen bzw. andere Künste, mit denen man an sich direkt nicht so viel Geld verdient, wirklich unterstützen möchte, sodass diese Leute dann halt nicht damit aufgeben und immer weitermachen wollen mit dem, was sie machen und nicht wirklich aufhören mit dem Tanzen, sondern wirklich da am Ball bleiben, denn ich habe jetzt über die Zeit, die ich tanze, gemerkt, dass dieser Tanz, auch wenn es wirklich anstrengend ist, immer wieder dabei zu bleiben und wirklich immer weiterzumachen, dass es wirklich schwierig ist, da wirklich dran zu bleiben, aber dieses Tanzen halt einen wirklich die Motivation gibt, wirklich weiterzumachen und auch andere Dinge wirklich hochzuziehen, weil es auch wirklich alles ablenkt, also es lenkt halt den Menschen an sich ab und fördert ihn in der Sache auch andere Leistungen zu erbringen, die man an sich so direkt nicht machen könnte. Also ich würde auf jeden Fall mit Künstlern zusammenarbeiten, wie Busta Rhymes und Eminem, weil die beiden sind für mich krasse Vorbilder und ich würde nicht gerne in Videoclips von denen mittanzen, also einfach nur so, sondern ich würde gerne mit denen irgendwas starten. Ich weiß nicht warum, aber das sind für mich Leute, mit denen ich mich voll gerne mal hinsetzen wollen würde und die sollen mir deren Hip-Hop, das wo es herkommt, aus Amerika, deren Hip-Hop, diese Philosophie, die hinter denen steckt, würde ich gerne mitbekommen. Also, dass die mir die erklären, was die erlebt haben, wie die Hip-Hop erlebt haben. Und weil das ist hier in Deutschland nicht mehr das Hip-Hop. Also, ich habe nie dieses Hip-Hop erfahren, was da drüben ist. Egal, wo ich war. Und auf jeden Fall, leider geht das nicht mehr, aber ich würde voll gerne mit Tupac zusammengearbeitet hätten, Brot. Okay. Mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Ja, vor allen Dingen, da meine Interessen in anderen Kulturen liegen, wollte ich immer damals gerne mit Onra arbeiten. Das ist ein Beatmaker, glaube ich, aus Frankreich, der sehr asiatisch orientiert ist, also sehr viel mit asiatischen Beats arbeitet. Aber vor allen Dingen dann auch mit anderen Kulturen, die wirklich, die nicht offensichtlich sind, wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, aus Brasilien oder aus Peru, sodass man diese ursprünglichen Töne aus diesen Ländern nimmt und diese dann in Beats zusammenpackt und somit dann ein Kunstwerk sozusagen hat, ja. Worauf ich am meisten stolz bin, ist einfach die Tatsache, ich konnte mich, als ich angefangen habe zu tanzen, wirklich bewegen wie ein Stück Holz. Bin gefallen wie ein Holz, bin gelaufen wie ein Holz, ich konnte mich gar nicht bewegen. Und auf was ich am meisten stolz bin bei mir, ist einfach die Tatsache, dass ich so ehrgeizig war und gelernt habe, mich zu bewegen. Ich bin immer noch nicht an meinem Höhepunkt, aber ich bin stolz, dass ich an dem Punkt bin, wo ich gerade stehe. Und da bin ich nicht alleine dran zu schaffen, sondern da oben gab es noch jemanden, der mir dabei geholfen hat, auf jeden Fall. Worauf ich besonders stolz bin, ist die Tatsache, dass ich wirklich nicht aufgegeben habe mit dem Tanzen. Vor allen Dingen, da mir so viele Steine in den Weg gelegt wurden, sagen wir mal, durch familiären oder auch kulturellen Hintergrund. Ja, weil bei uns halt, bei mir zu Hause ist halt wirklich wichtig, ordentlich in der Schule zu sein, halt wirklich gute Noten zu schreiben. Und dass da wirklich Tanzen an sich gar kein Thema ist und dass da wirklich darüber gar nicht geredet werden sollte und auch gar nicht erst darüber angefangen werden sollte oder auch gar keine Bewegung kommen sollen. Und dass ich auch, so schwer es auch war, immer weiter am Ball geblieben bin und wirklich nicht aufgehört habe und jetzt immer noch tanze, ja. Ich wünsche mir für die Tanzszene in Deutschland erstmal im Allgemeinen, dass in Deutschland Tanzen einfach anerkannter wird. Man hat im Vergleich zu anderen Ländern hat man überall schon, dass da Leute gepickt werden für irgendwelche Touren, aber in Deutschland ist es so, dass da noch nicht wirklich, in Deutschland ist einfach in kommerziellen Sachen, so wie Werbung oder weiß ich, kommt das gerade erst noch, dass Tanzen richtig anerkannt wird. Habe ich jedenfalls ein Gefühl. Aber für Berlin allgemein, beziehungsweise, was heißt allgemein, für Berlin speziell, ich wünschte mir so sehr, dass diese Tanzszene in Berlin einfach größer wird, viel, 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 viel größer. Und da muss ich jetzt einfach ehrlich sein und aus dem letzten Video Abdul zitieren und das sagen, was er gesagt hat. Okay. Ich denke, was für mich relativ wichtig ist und was ich mir unbedingt wünsche, vor allen Dingen jetzt nur für Berlin, was ich jetzt ansprechen möchte, ist die Tatsache, dass wir wirklich die Bereitschaft zeigen sollten, jammen zu gehen. Also was mir halt aufgefallen ist, dass in Deutschland, also außerhalb Berlin, viele Jams organisiert werden,
Was nicht jetzt heißen soll, dass es in Berlin gar nicht so stattfindet, sondern einfach nur, dass die Bereitschaft, also die Mentalität dazu, die in den Köpfen der einzelnen Tänzer ist, dass wir eigentlich gar nicht jammen wollen. Es geht einfach darum, dass wir viel Erfolg haben und gar nicht darum, dass wir ja, Spaß haben bei dem Ganzen und auch uns weiterentwickeln. Da ich denke, dass durch die Jams man viel lernen kann, nicht nur von den anderen, sondern auch über sich selbst, um sich selber zu verbessern in jeglicher Hinsicht. Ja, nicht nur durch Tanzen, sondern auch in menschlicher Weise, dadurch, dass es auch ja, viel mit Hasserei zu tun hat, was auch nicht sein sollte in unserer Szene.